Sie haben noch eine Tochter, aber zu der haben Sie schon wie lang keinen Kontakt mehr. Das war ein paar Jahre, ist die fortgezogen. Ich kann es verstehen, also. Nee, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Die hat damals, sie hat ja studiert, da in Heidelberg. Und da hat sie damals auf der Universität einen Näher kennengelernt. Ne? Ich weiß nicht, ob es direkt ein Näher war. Also, ich eine Mischung zwischen Afrikaner und Näher. Ne? Und sie hat nicht eher Ruhe gehabt, bis der sie geheiratet hat. Und ihr Ältere, also der Alvis und Ruth, die haben das anfangs gar nicht gewusst, bis sie gesagt hat, sie wollte ihnen jemand vorstellen. Und schleppt den Näher ins Haus. Muss man sich immer vorstellen. Ruth sagt, wie der mir die Hand gepackt hat, mich hat schlagartig überall gejuckt. Sagt's mal, weiß, was der ihm ins Haus schleppt. Termite und. Termite kennen Sie, das ist wie Hämorrhoide nur eine Obel. Ne? Es Ruth hat auch immer wieder gesagt, wenn es nur kein Kind von dem kriegt. Der Alvis hat gesagt, er wäre fest davon überzeugt, dass seine Frau dort daraufhin krank war. Der hat ja Krebs gehabt, ne? Hautkrebs. Ne? Ja, und das fangt ja mit so schwarzer Plagge, fangt das ja an. Da kann ich sagen, dass die eigene Tochter ihre Mutter auf dem Gewissen hat. Der Alvis sagt, der hätte immer bei ihnen Gess. Sagt er, zum Glück hat's Ruth sich damals da so drüber aufgeregt, dass es nichts hat essen können. Sah das, sonst hätte das nicht gelangt. Sah da, der hat ja gess wie hat er gesagt, wie ein geplagter Heuschreck. Ja, das sind Völker, die haben auch Hunger. Wenn die ins Rolle kommen, dann bist du platt. Hilde sagt, das wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr so schlimm, wenn man da so einen Schwarzen heiratet. Ich habe gesagt, ich möchte dich immer hören, wenn ich ein Näher wäre. Ich meine, ich habe nichts gegen die. Ne? Nur, du musst das aber statistisch sehen. Die vermehren sich wie die Karnickel, bilden eine eigene Partei und regieren uns. Ne? Sagt Hilde, ach du lieber Gott. Ich sage, ja, siehste, so geht's. Ne? Es gibt aber auch Fälle, wo im günstigsten Fall im Laufe der Zeit bei dem Näher die Farbe wieder abgeht. Ne? Euer Video bei dem Michael Jackson. Ne? Bei dem sogar die Nase abgegangen. Ne? Im Alvis-Näher, also der von seiner Tochter, der wäre Doktor. Oh, sagt Jo. Also macht er der Zauberlehrling bei Voodoo. Ne? Nee, der wäre
Rechtsanwalt für Europa. Wie haben Sie gesagt? Europäisches Gesetz. Wer ist es nicht? Ich habe gesagt, der kennt sich doch bei uns gar nicht aus. Aber das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die Türkei will auch mit aller Gewalt zu uns da, die Ding da, wie sagen sie dann da, die zwei Buchstaben da, die Ei. Ne? Ich bin gespannt, was die wollen. Das kann ich dir sagen. Pizza verkaufen und am Profit noch verdienen. Da sehe ich im doppelten Sinne schwarz. Wenn jetzt im All wie seine Tochter, jetzt unter uns, wenn die ihr Schwuler geheiratet hätte, dann, nee, ich hätte mal sagen, es macht ihr nichts aus. Ne? Es gibt ja Leute, die ekeln sich vor nichts. Ne? Oder sie wäre es nicht besser. Ne? Aber ein Neger ist schon hart. Nee, das ist schon hart. Das kann so eine ganze Familie, wie man sieht, ins Gedeih und Verderb stürzen.